Hallo zusammen, Meier3007 hier und herzlich willkommen zum dritten Adventskalendertürchen. Es ist ein etwas größeres Paket von der Claudia heute und es fühlt sich auch ziemlich hart an. Mal schauen, was da jetzt kommt. Ja. Wenn ich reinkommen würde, wäre es noch schön mehr. Haha, ich sehe es. Das ist ja. Ist ja witzig, schaut mal. Aha, das ist ja witzig. Dankeschön, Claudia, das ist cool. Bekommt jetzt dann gleich hier einen Ehrenplatz bei mir oben im Regal. Und im heutigen Adventskalender-Türchen habe ich euch auch meinen Lesemonat für den November 2021 reingepackt. Bei mir sind es insgesamt 4 Bücher geworden. Oha, ich schau gerade. Ah, kleinen Moment, ich habe was vergessen. Panne. Gibt's mal wieder was für die Jahresouttakes. Genau. Das erste Buch, nämlich das ich im November gelesen habe, war von Felix Leibrock, Mord am Watzmann. Mit einem schönen grünen Buchschnitt, das hat mir sehr gefallen, wo ich es mir gekauft habe. Ein Urlauber-Ehepaar aus Lübeck stürzt am Watzmann ab. Die Kriminalpolizei will das Ganze schnell als Unfall zu den Akten legen, aber Bergpolizist Simon Perlinger ist sicher, da steckt mehr dahinter. Die Kinder des Ehepaars bitten ihn doch, noch ein paar Ermittlungen aufzunehmen und er nimmt das Ganze auch an. Denn er teilt mit den jungen Leuten ein Schicksal. Auch Simon hat seine Eltern jung verloren. Sie sind nicht abgestürzt, sondern kommen bei einem schweren Brandunglück ums Leben. Mir hat das Buch gefallen. 4 Sterne habe ich vergeben, denn das Ende hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können, finde ich. Die Auflösung des Falls fand ich nicht ganz so gelungen, daher 1 Stern Abzug, aber alles in allem ein schöner Krimi. Dann bin ich im November nach Lissabon gereist. Luis Celano, portugiesische Rache, oder wie es heißt, weiß ich jetzt nicht genau, der 6. Band dieser Krimireihe mit Luis Celano. Das habe ich mir ja im Juni, glaube ich, gekauft, wo ich mal in München war. Von Luis Celano habe ich ja Portugiesisches Erbe gelesen, das war Band 1 der Reihe, hat mir aber damals nicht so gefallen. Und mit diesem Buch wollte ich dem Autor noch eine Chance geben. Das ist ja die Krimireihe um Henrik Falkner, der in Lissabon von seinem Großvater ein Antiquariat übernommen hat. Diesmal führen ihn die Ermittlungen in das berühmte Lokal Porto Sol. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Das ist eine Adresse, da muss man einfach hin, wenn man in Lissabon mal zu Gast ist, sagt man sich so. Aber Henrik sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass dort Leute nach dem Essen gestorben sein sollen. Und er steckt man wieder mitten in einem neuen Fall. Er gibt sich als Kellner aus und geht quasi undercover in das Lokal. Er hat nicht viel Ahnung von dem Job, was zu einigen amüsanten Szenen führt. Das Buch, alles in allem, wie gesagt, hat mir gut gefallen. Luis Celano hat seine zweite Chance genutzt. Jetzt auf Weihnachten habe ich mir noch einige Bände dieser Reihe auf verschiedene Wunschlisten gepackt. Denn ich möchte die Reihe jetzt weiterverfolgen. 4 Bände kenne ich ja jetzt noch nicht. Band 2 bis 5. Die sind jetzt so ziemlich auf verschiedenen Wunschlisten gelandet. Mal schauen, was da an Weihnachten reinkommt bei mir. Und nächstes Jahr kommt da auch ein neuer Fall für Henrik. Den werde ich mir dann wahrscheinlich auch holen. Dann, lass mich mal überlegen. Genau. Kommen noch 2 E-Books. Einmal Rocky Mountain Dogs von Virginia Fox. Das habe ich jetzt über einen längeren Zeitraum gelesen und jetzt im November beendet. Das ist ja das Buch, was ich euch gestern schon rezensiert habe. Cat zieht nach Independence und will dort ihren eigenen Hundesalon aufmachen. Doch sie findet immer wieder verletzte Hunde und hat den schlimmen Verdacht, dass da illegale Hundekämpfe stattfinden. Mehr zu diesem Buch erfahrt ihr in der Rezension, die sich
die ihr im gestrigen Adventskalender-Türchen dann findet. Und last but not least, das letzte Buch im November von Gisela Ganschröder, Printen, Plätzchen und Probleme. Der vierte Fall für Steif und Kantig. Das Buch spielt diesmal zur Winterzeit, zur Weihnachtszeit in Oberherzholz. Dort möchte ich jetzt aber noch gar nicht viel dazu erzählen, denn hinter einem der noch geschlossenen Adventskalendertürchen findet ihr auch die Rezension zu diesem Buch dann. Ja. Mehr habe ich im November nicht geschafft. Ich hatte gehofft, es würde ein bisschen mehr, aber leider nicht geklappt. Naja. Im Dezember werde ich wieder einiges lesen. Bin gespannt, was dann so alles zusammenkommt. Also, wir sehen uns dann gleich bei der Krippe wieder. Meier 3007.